Truppenbesuch bei der österreichischen KFOR-Truppe im Camp Prischrein im Süden des Kosovo. Das ist ein deutsches Lager und die internationale Zusammenarbeit funktioniert sehr gut mit allen Nationen. Ich bin ja schon einmal hier gewesen mit Österreichern und ich hätte am liebsten zum Schluss jemanden mitgenommen. Das war so eine Gemeinschaft und so, das sehen Sie auch heute Abend hier, also besser kann das überhaupt nicht funktionieren. Das ist toll. Entertainer Alfons Heider und Musicalstar Maya Hagford wurden engagiert, um den Soldaten und Soldatinnen eine Abwechslung im Heeresalltag zu bieten. Natürlich ist das was ganz Besonderes in einer fremden Welt. Vor vielen Menschen, die auch keine Ahnung haben, wer wir wirklich sind. Nur ein Drittel von denen werden wissen, wer wir wirklich sind. Das ist schon eine spannende Geschichte. Für mich als Frau ist es nochmal schöner, weil ich werde heute Abend all die Männer zusingen können. Es ist leicht für mich, ja, eigentlich. Also ich freue mich riesig drauf. Drum schafft die Männer ran, denn ich hab Spaß daran. Bei all dem Drum und Dran kann ich nicht länger warten. Gott, der Rhein, mein Tor ist nicht zu klein. Und im Vorbeigehen sieht man nicht wie fein. Ein trautes Heim kann sein, komm, schafft sie rein. Wie wichtig sind solche Abende? Die sind sehr wichtig sogar, weil da ist eine richtige Kameradschaft, wird da gepflegt und überhaupt mit den anderen Nationen. Ich muss auch sagen, mit Italienern, Amerikanern, wo man sieht, nicht? Ungarn teilweise, also es gibt überhaupt nichts. Gell? Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. Ich hab das Gefühl gehabt, ich will alles geben, was ich kann. Normalerweise redest du ja nicht mit deinem Publikum so direkt. Ja? Ich fand's echt großartig. Voll geil, ein Traum. Danke fürs Kommen. Echt sensationell. Super. Wie ist denn so das Zusammenleben mit den Ösis? Der Wahnsinn. Also, wir sind quasi Brüder im Geiste. Ich trage sie ganz nah am Herzen. Ein italienischer Offizier hat dann nur zu uns auch gemeint beim Weggehen und gesagt, Fantastico Ambassadore di Austriaco. Und das, glaube ich, ist das schönste Kompliment. Botschafter Österreichs. Hey, 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 hey.